Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Format auf meinem Kanal. Ich bin sehr glücklich, dass ich dieses Projekt endlich in die Tat umsetze, denn es stand schon sehr, sehr lange auf meiner Video-Idee-Liste. Ich habe es vor Jahren mal auf dem Kanal Anna Hartz Books entdeckt und da war mir sofort klar, ich möchte diese Videos auch sehr gerne drehen. Ich habe mich natürlich bei Anne rückversichert, ob es für sie in Ordnung ist, dass ich das auch mitmache. Ich weiß allerdings gar nicht, ob das ursprünglich ihre eigene Idee war oder ob sie es nicht aus dem englischsprachigen Book YouTube entlehnt hat. Ist auch völlig egal. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ich es bei ihr entdeckt habe. Und ich werde natürlich ihr Video in der Infobox dazu verlinken. Ich hoffe, es ist noch online, denn mittlerweile macht sie leider keine eigenen Videos mehr. Ja, und jetzt wollt ihr natürlich wissen, was ist denn jetzt dieses Projekt? Im Titel und im Thumbnail des Videos konntet ihr natürlich schon einige Hinweise sehen. Ich möchte euch Buchtipps geben, Buchtipps passend zu den vier Häusern von Hogwarts, beziehungsweise zu den Tugenden der jeweiligen Häusern, und jedem Haus möchte ich ein eigenes Video widmen. Den meisten wird Hogwarts und Gryffindor und so weiter natürlich etwas sagen, aber vielen vielleicht auch nicht und vielen auch nicht so sehr im Detail. Und um einen guten Start für dieses Projekt hinzulegen, möchte ich das Ganze ganz kurz erklären. Hogwarts ist die Schule für Hexerei und Zauberei aus den Harry Potter Romanen, meinen absoluten Lieblingsbüchern, und sie wurde gegründet, die Schule, von vier mächtigen Zauberern und Hexen. Und zwar sind das Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin und Godric Gryffindor. Diese vier haben die Schule gegründet und jeder einzelne von ihnen hatte besondere Vorstellungen, wie sie die Schüler unterrichten wollten, beziehungsweise welche Tugenden und Werte sie den Schülern weitergeben wollten. Und da sie sich nicht so richtig einig geworden sind, haben sie vier Häuser innerhalb dieser Schule gegründet, zu denen sie halt ihre Schüler ausgewählt haben, die in dieses Haus besonders gut passen. Nach ihrer Zeit sollte Hogwarts natürlich weiter bestehen, und so wurde der sprechende Hut ins Leben gerufen. Der sollte immer am Anfang der Schulzeit den Schülern auf den Kopf gesetzt werden, und er durchleuchtet diese dann, guckt in ihre Gedanken zu ihren Wünschen und Zielen und ja, achtet halt darauf, dass sie in das richtige Haus einsortiert werden. Und jedes einzelne Haus hat eben jetzt immer noch diese gewissen Werte und Tugenden, und zu diesen möchte ich eben passend euch Buchtipps geben. Und starten möchte ich heute mit Gryffindor. Gryffindor wird repräsentiert von dem Wappentier des Löwen und den Farben Rot und Gold. Und damit wir so richtig in der Gryffindor-Stimmung bleiben, muss ich, glaube ich, eine Umdekorierung veranlassen. Wie ihr sehen könnt, habe ich alle meine roten und goldenen Bücher rausgesucht, schön drapiert, und sogar das Wappentier, den Löwen, konnte ich ausfindig machen, sodass er uns durch das Video begleiten kann. Und ja, ich glaube, mit dem Outfit und mit der Umgebung kann ich mich sehr gut in das Gryffindor-Feeling hineinversetzen und mich jetzt um die Tugenden von Gryffindor kümmern. Zunächst möchte ich euch natürlich sagen, welche das sind. Die Tugenden von Gryffindor sind Mut, Kühnheit, Ritterlichkeit. Sie neigen aber auch so ein bisschen zum Draufgängertum, und ich habe dann ein bisschen überlegt, was könnte denn für Genre für Gryffindor gut passen. Und ich finde, sehr gut passt zu den abenteuerlustigen, mutigen Gryffindor der Abenteuerroman. Und ich habe einfach mal in meinen Bücherregal durchgestöbert und bin dann sofort eigentlich auch auf die Falkensaga von Rainer Maria Schröder gestoßen. Das ist meine Lieblingsabenteuerreihe. So viele Abenteuerbücher gibt es, finde ich, auch gar nicht mehr. Und die kann ich immer wieder empfehlen. Im Zeichen des Falken ist der erste Band von vieren. Und wir befinden uns hier im 19. Jahrhundert, der Zeit der Geheimbünde, der Zeit der Erfindungen. Und zunächst treffen wir auf Tobias in Deutschland, Tobias Heller. Und er ist der Sohn eines Ägyptenforschers und im Besitz eines Ebenholzstabes, der ihm von seinem Vater vermacht wurde. Er weiß allerdings nicht, was für ein Geheimnis er verbirgt, bis versucht wird, diesen Stab zu entwenden. Und er mitten in der Nacht mit einem Heißluftballon fliehen muss. Und auf seiner Reise, auf seiner Flucht, versucht er natürlich herauszufinden, was das für ein Geheimnis verbirgt. Es hat was mit einem Schatz zu tun. Und wir, ja, sind im ersten Band in Deutschland, im zweiten Band,
Ich weiß nicht, ob das Frankreich oder England ist. Jedenfalls im zweiten und dritten Band sind wir in Frankreich und England und im vierten schlussendlich in Ägypten. Und das Ganze ist eine wunderbare Schatzjagd mit viel Freundschaft, mit viel Indiana Jones Feeling, möchte ich einmal sagen. Und ja, dieses Buch hat mich schon oft begeistert, aber ich möchte, dass es bald wieder passiert, denn es ist viel zu lange her, dass ich es gelesen habe. Und es gibt es auch mittlerweile in einer etwas hübscheren Optik, aber die Optik ist ja nicht immer so wichtig. In diesem Fall ist das für mich einfach ein Erinnerungsstück, weil ich das auch von meinen Eltern geschenkt bekommen habe und deswegen wird das so auch nicht aussortiert. Und ich finde, es passt einfach gut zu den abenteuerlustigen Gryffindors, die ihren Mut unter Beweis stellen wollen, aber auch eben ihre Ritterlichkeit, andere zu beschützen, andere ja, anderen zu helfen. Und ich finde, es passt auch sehr gut zum Protagonisten. Ein weiterer Abenteuerroman, und da passt die Ritterlichkeit noch viel besser, weil ja, der Name Ritterlichkeit natürlich auch den Ritter in sich birgt. Und Elena, das Lied der Löwen von Tamara Pierce, berichtet im Grunde von einer Ausbildung zum Ritter. Elena ist nicht so glücklich mit ihrem Schicksal, denn sie soll zu einer Magierin ausgebildet werden und ihr Bruder zu einem Ritter. Und kurzerhand beschließen sie einfach, ihre Plätze zu tauschen, weil sie eigentlich viel lieber ja, das Schicksal des anderen gerne hätten. Und sie verkleidet sich als Jungen. Und es gelingt ihr tatsächlich, sich da einzuschleusen in diese Ritterausbildung. Das ist alles andere als ein Zuckerschlecken, diese Ausbildung. Aber sie wird zu einer sehr, sehr starken Persönlichkeit und hat besondere Fähigkeiten. Außerdem weiß sie nicht, dass ihr prophezeit wird, einen kleinen Gegenstand zu finden, der große Macht hat, das Schicksal der ganzen Welt zu verändern. Ja, es hat also abenteuerliche und ritterliche Elemente, aber auch viele magische. Und das ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Es ist im Grunde ein Sammelband. Hier befinden sich, glaube ich, vier Bände in einem. Ich habe es bisher nur einmal gelesen, deswegen sind schon viele Sachen verblasst. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es auf jeden Fall viele Kämpfe gab und viel um Elena geht, wie sie sich durchschlagen muss und auch Mut beweisen muss. Und ich finde es extrem mutig, sich eben als Mädchen in diese männliche Domäne reinzuschleichen und ihr Schicksal einfach selbst in die Hand zu nehmen. Und ja, das hat für mich viel von Mut und natürlich eben diese wortwörtliche Ritterlichkeit. Ein weiteres Genre, was sehr gut zu den Gryffindors passt, wie ich finde, ist Horror oder Grusel. Weil in Horror und Grusel geht es natürlich um viele Ängste, die überwunden werden oder eben nicht überwunden werden. Und Mut bedeutet für mich nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Überwindung von Ängsten oder sich den Ängsten stellen. Und ja, nichts anderes passiert ja eigentlich in Horror und in Grusel. Ich habe zunächst einmal Grusel für Anfänger dabei, und zwar die Reihe Fear Street von R.L. Stine habe ich sehr gerne im jugendlichen Alter gelesen, und das Camp ist eines der Bände, die ich besonders gerne gelesen habe. Und als ich mir da so ein bisschen durchgeguckt habe und daran erinnert habe, ist mir auch aufgefallen, dass es sehr gut passt, weil die Protagonistin auch einige Ängste überwinden muss. Denn sie wird von ihrem Onkel gebeten, auf seinem Campingplatz als Aufsicht zu arbeiten im Sommer. Und sie ist eigentlich überhaupt gar nicht der Naturbursche. Sie hat Angst vor Spinnen, vor Schlangen, vor Dunkelheit. Und ja, aber sie überwindet sich, weil sie mag ihren Onkel sehr, sehr gern und weiß, dass er im Moment so ein bisschen in der Klemme steckt. Und deswegen macht sie das. Und ja, das Buch beginnt auch sofort mit einer Spinnenüberraschung. Es macht einfach extrem viel Freude, wenn man sich so ein bisschen gruseln, ein bisschen ekeln möchte. Und auf diesem Camp gibt es natürlich nicht nur Spinnen und Schlangen, sondern irgendwas Mysteriöses schleicht dort auch herum. Und da sie die Aufsichtsperson ist oder eine der Aufsichtspersonen, muss sie sich natürlich so ein bisschen darum kümmern. Ja,
sehr, sehr cool gemacht für Einsteiger, wie gesagt, die so ein bisschen sich gruseln möchten. Bei wem es aber so ein bisschen mehr braucht, sich zu gruseln, für den habe ich auch noch mal einen ausgewachsenen Horrorroman rausgesucht, den ich richtig grandios fand, und zwar Lost Souls von Thomas Finn. Thomas Finn ist für mich mein Lieblingsautor im Bereich Horror. Und da möchte ich auch noch viel von ihm lesen. So einiges habe ich Gott sei Dank noch vor mir. Und Lost Souls ist von ihm mein Lieblingsbuch. Es behandelt so ein bisschen die Saga um den Rattenfänger von Hameln. In einer Kirche in der Gegend von Hameln wird bei Bauarbeiten halt ein altes Grab gefunden. Und dort bricht ein Bauarbeiter halt hinein. Aber nicht nur das, sondern er wird von einem ganzen Rattenschwarm angefallen. Und nun treffen zwei Personen aufeinander, die dort hingerufen werden. Zu einem einmal die Archäologin, die sich diesen Fund dieses Kellergewölbes, dieses Grabes einmal angucken soll. Und ein Schädlingsbekämpfer, der so ein bisschen ja den Rattenbefund dort beobachten soll. Und er stellt fest, dass sich Ratten normalerweise nicht so verhalten und nicht Menschen angreifen. Und die beiden lernen sich kennen. Es kommt aber in diesem Ort mehr und mehr zu Rattenüberfällen. Und unsere Archäologin, die halt in diese Gegend gezogen ist mit ihrer Patentochter, die bekommt selbst Besuch von mysteriösen Besuchern, möchte man sagen, in ihrem Haus. Denn auch das Haus ist sehr abgelegen im Dunkeln. Und auf einmal findet sie einen Rattenschädel irgendwo drapiert in ihrem Haus. Und ja, dort scheint es auch irgendwie zu spuken. Und sie taucht mehr und mehr ein in diese Legende des Rattenfängers. Und merkt, dass da mehr hinter steckt als einfach nur Ratten, die so ein bisschen durchdrehen. Und wie das alles miteinander zusammenhängt, wie die beiden sich zusammenschließen und mehr herausfinden, das müsst ihr hier lesen. Ich fand hier mehrere Aspekte sehr, sehr gruselig. Natürlich einmal die Ratten. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der unglaublich viel Angst vor Ratten hat, aber ich glaube, das schockt dann doch viele, wenn man so auf so einen Haufen so viele Ratten sieht, die dann auch noch so angriffslustig sind. Denn es ist hier sehr, sehr atmosphärisch. Also dieser atmosphärische Grusel, wo eigentlich nichts ist, Spannung aufzubauen, das hat Thomas Finn wirklich drauf. Und diese Saga im Hintergrund, also super interessant. Es geht viel um Sagenforschung und man glaubt, das Ganze schon aufgelöst zu haben, wer dahinter steckt. Aber nein, es kommt noch ein bisschen was anderes hinzu und das ist ja richtig gruselig, richtig toll. Ich kann es allen empfehlen, die auf Sagenforschung stehen, die aber auch auf atmosphärischen Grusel stehen und trotzdem sich nicht zu sehr fürchten, als dass sie sich wagen würden, hier das Buch in die Hand zu nehmen. Ich kann es wirklich allen empfehlen. Ich finde es auch total gruselig, wie dieses Cover gestaltet ist. Wir sehen halt hier hinter diesem Schriftzug einen Rattenschädel. Wenn wir das Ganze umdrehen, sieht man allerdings ja eine Frau in Schwarz, eine Frau verhüllt. Es könnte auch ein Geist sein. Jedenfalls finde ich das Ganze sehr, sehr cool gestaltet. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber es passt zum Inhalt und ich hatte richtig viel Spaß damit. Und wer seinen Mut auf die Probe stellen möchte als Gryffindor, der sollte dazu greifen. Ja, was habe ich mir noch rausgesucht? Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Gryffindors auch zum Draufgängertum neigen und zu kühn zu sein. Und da habe ich mir zwei Bücher rausgesucht, die das gleiche Thema behandeln. Und zwar diese beiden Schätze hier. Angstrausch ist ein Thriller von Sarah Lotz und In eisige Höhen ist ein Erfahrungsbericht von Jan Krakauer, der ja das Drama am Mount Everest 1996 beleuchtet. Ja, und diese beiden behandeln halt das Thema der Bergsteiger, der extremen Bergsteiger, die halt die höchsten Gipfel erklimmen wollen.
Und ja, viele sagen dazu, das sind mutige Menschen. Andere sagen, das sind einfach nur Draufgänger. Warum macht man das? Das sind keine Helden, weil das nützt keinen, diese Berge zu erklimmen. Es sterben nur unglaublich viele Leute dabei. Warum machen die das? Und ich kann beide Seiten sehr verstehen. Ich habe beides extrem gerne gelesen und deswegen passte für mich das sehr, sehr gut. Für manche ist das ein Abenteuer und für manche ist das nur Selbstbeweihräucherung und Draufgängertum. Ja, 1996 kommt es zum Drama am Mount Everest. Dort sind unglaublich viele, die diesen Berg besteigen wollen. Zu viele, sagen einige, und es kommt zu einem Unwetter und dabei kommen ganz viele Menschen ums Leben. Und John Krakauer war eben einer davon, der dieses Drama miterlebt hat und berichtet aus seiner Sicht, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Unglaublich abenteuerlich, dramatisch, eisig, gänsehautmäßig. Und ja, ein ähnliches Thema in einen Thriller verpackt hat Sarah Lotz. Wir treffen hier auf Simon, der eine eigene Website führt zusammen mit seinem Freund und dort filmen sie halt immer Orte, die irgendwie morbide und einen geschichtlichen Hintergrund haben. Er begibt sich dafür auch immer wieder in Gefahr. Zum Beispiel klettert er auch in ganz enge Felsspalten und dort sind wohl auch eine Gruppe von Jugendlichen ums Leben gekommen und er möchte ihre Leichen filmen, denn die wurden nie geborgen, weil es einfach zu gefährlich dort unten ist und immer wieder unter Wasser steht. Und er macht das einfach und nimmt seine Kamera mit, hat einen illegalen Bergführer dabei, der ihm sehr unheimlich wird und er merkt, dass er selbst in Lebensgefahr gerät. Er kommt zwar mit seinem Leben davon, aber er ist extrem stark traumatisiert. Aber dieses Video, was er dann online stellt auf seine Website, bekommt unglaublich viel Aufmerksamkeit und viele Klicks und seine Zuschauer, seine Abonnenten fordern, dass er sich wieder in Gefahr begibt und sein Freund drängt ihn so ein bisschen dazu, noch irgendwas Extremeres zu machen. Und da Simon sehr erfahren im Klettern ist und ihm das auch immer Spaß gemacht hat, nimmt er sich vor, den Mount Everest zu besteigen. Aber er möchte nicht einfach nur den Mount Everest besteigen, sondern er möchte Geschichten finden. Irgendwelche morbiden Geschichten, die Leichen dort oben filmen, die halt auch nicht geborgen werden können, die dort gefroren sind und konserviert werden. Ja, was ja tatsächlich so ist. Und er schließt sich einer Gruppe an, illegal eigentlich, und forscht halt immer mehr nach Geschichten und wird bald fündig, bis er irgendwann merkt, dass er an seine psychischen und physischen Grenzen kommt und er selbst irgendwie den Verstand zu verlieren glaubt. Das Ganze hat mich erst auf diese ganze Thematik der Bergsteiger und Abenteuertouren gebracht dass mich das Ganze so sehr interessiert. Dieses Buch ist daran schuld. Ich fand es extrem gut gemacht. Ja, den letzten Teil, den hätte ich gerne ein bisschen anders gehabt, aber den Anfang und die Mitte fand ich extrem gut und tolle Atmosphäre und tolle Psychospiele. Richtig, richtig eisig und abenteuerlich. Und ich denke, wer so ein bisschen Draufgängertum lesen möchte, der sollte sich Simon anschließen bei seinem Abenteuer. Ja, und dann habe ich noch ein Buch, was man jetzt nicht unbedingt als Grusel oder als Abenteuerbuch bezeichnen würde, aber ich finde diesen Protagonisten extrem mutig, beziehungsweise er muss sehr, sehr viel Mut aufbringen. Eigentlich ist es ein sehr trauriges und ein sehr rührendes Buch. Und zwar spreche ich von 7 Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness. Und den Namen spreche ich jetzt mal nicht aus. Jedenfalls der Nachname ist Dowd. Hier geht es um einen Jungen, der immer wieder Albträume hat und immer wieder nachts aufwacht. Und er wird von einem Baummonster besucht. Und dieses Monster fordert, dass er an eine gewisse Sache denkt, die er immer wieder verdrängen möchte. Es hat mit seiner Mutter zu tun, die todkrank ist und er hat einen ganz bestimmten Gedanken, den er einfach sich nicht eingestehen möchte, beziehungsweise er hat immer wieder Albträume, aber daran möchte er nicht denken. Und im Grunde ist das eine Reise, eine Selbstfindung, beziehungsweise ein sich stellen, seinen Ängsten stellen, und das Ende ist einfach extrem
ja, herzzerreißend. Es wurde auch verfilmt. Auch den Film finde ich grandios gemacht und es zeigt auch, wie mutig man sein muss, um sich seinen emotionalen Ängsten zu stellen. Und genau deswegen wollte ich auch das zeigen, dass es nicht nur Mut gibt, wenn man sich irgendwie in Gefahr begibt, sondern auch, wenn man sich seinen inneren Ängsten stellt. Und zum Schluss habe ich noch einen Kinderbuchklassiker für euch, der, wie ich finde, wie die Faust aufs Auge zu den Gryffindors passt, auf verschiedenen Ebenen. Und zwar ist das Der Zauberer von Oz von Lyman Frank Baum. Wir treffen hier zunächst auf Dorothy, die durch einen Wirbelsturm in eine andere Welt gelangt und sie möchte eigentlich nichts mehr, als wieder nach Hause zu kommen. Ihr wird geraten, in die Smaragdstadt zu gehen, denn dort herrscht der Zauberer von Oz, der über große Macht und Magie verfügt und sie hofft, dass er ihr helfen kann, wieder nach Hause zu kommen. Auf dem Weg dorthin trifft sie auf viele Gefährten, die sich ihr anschließen, weil auch sie alle hoffen, dass der Zauberer von Oz ihre Wünsche erfüllen. Da haben wir zunächst einmal die Vogelscheuche, die sich den Verstand wünscht. Dann haben wir den Blechmann, der sich ein Herz wünscht und Liebe empfinden möchte. Und dann haben wir noch den Löwen, der gerne mutig sein möchte. Und genau wegen dieses Löwens habe ich natürlich dieses Buch ausgewählt. Es ist ja nicht zufällig so, dass der Löwe das Wappentier der Gryffindors ist, denn der Löwe wird ja oft als Symbol für Mut, Kraft und Stärke genommen. Und dieser Löwe hier im Zauberer von Oz hat sehr, sehr viele Ängste und er glaubt, das ist nicht normal. Als Löwe muss man doch mutig und stark sein, aber er hat so viel Angst. Aber im Grunde zeigt dieses Buch nicht nur mit Mut, sondern auch mit anderen Sachen, dass in uns vieles schon steckt und wir eigentlich einfach nur unser Selbstvertrauen brauchen, um das zu erkennen, was schon in uns steckt. Der Löwe ist sehr mutig, denn immer wenn es drauf ankommt, dann überwindet er seine Angst und beschützt seine Freunde. Und das finde ich eine so schöne Aussage, dass alle schon längst über das verfügen, was sie sich so sehr wünschen. Der Löwe beweist Mut, wenn er es sein muss. Der Blechmann hat immer wieder Mitgefühl und zeigt Liebe. Und auch die Vogelscheuche hat immer wieder gute Ideen und zeigt deswegen, dass er schon Verstand besitzt. Und erst am Ende der Reise kriegen Sie das alle mit, dass Sie schon längst das haben, was Sie eigentlich möchten. Ja, und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss von diesem Video. Ich hätte eigentlich noch viel mehr zeigen können, denn es geht ja in vielen Romanen, besonders auch in der Fantasy, um Abenteuer, die erlebt werden und um Charaktere, die sich weiterentwickeln und stärker werden und über sich hinaus wachsen. Aber ich habe mich jetzt einfach mal beschränkt auf diese paar Bücher. Ich habe auch noch zum Beispiel an den Hobbit gedacht, aber auch noch an die unendliche Geschichte, wo wir in beiden Fällen Protagonisten haben, die eigentlich nicht als mutig beschrieben werden, die eher klein, pummelig und zurückhaltend sind und eigentlich gar nicht auf diese Abenteuer gehen möchten, aber später ja über sich hinauswachsen und sehr, sehr viel Mut beweisen. Aber ja, ich musste mich halt irgendwie ein bisschen zusammenreißen, aber ich hoffe natürlich, dass ihr mir in die Kommentare auch noch einige Bücher schreibt, die zu den Tugenden von Gryffindor passen, zu Mut, zu Ritterlichkeit, zu Kühnheit, aber vielleicht auch so ein bisschen zum Draufgängertum. Und ja, das war's von dem ersten Teil meines Projekts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und ihr freut euch genauso wie ich auf den nächsten Teil. Mal gucken, für welches Haus ich mich dann entscheiden werde. Das habe ich jetzt noch nicht geplant. Das lasse ich jetzt noch offen. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.